So, und damit ein Heyo und herzlich willkommen hier zurück zu Stardew Valley Tag 10 im Herbst des ersten Jahres. Und ich habe nachgeschaut, tatsächlich sind es nicht 100, sondern 120 Ebenen in den regulären Minen. Also in diesem Minenschacht, wo wir gestern waren. Bei 200 kriegt man halt diese Sternfruchtstern, die die Energie halt erhöht, ne? Den Energiebalken, den maximalen. Bei 110 kriegt man dann noch ein paar Schuhe. Und bei 120 kriegt man dann den Skelettschädelschlüssel, beziehungsweise Skelettschlüssel nennt sich der, den man für die Wüste braucht. Was sagt denn das Wetter für morgen? Ein sonniger Tag, okay. Was sagen die Geister? Gut drauf und das ist eine Wiederholung. Dann gucken wir mal. Wir haben. Erstmal die ganzen Sonnenblumen sind hier jetzt fertig. So. Und die zufällige Saat ist auch fertig. Beziehungsweise, das war ja keine zufällige Saat, das waren 30 von der Herbstsaat. Das ist gut, dann brauchen wir nämlich nicht mehr so viel gießen. So, wie viel? 8 Tage zu einer. Wir brauchten 8 Tage zu einer. Ja, das kriegen wir ja locker hin. Dann machen wir hier nochmal ein paar Sonnenblumen, ne, mit hin, dann haben wir das auf jeden Fall schon mal, ne? Beziehungsweise was, wie viel? Den müsste ich sogar auch noch hinkriegen. Weil 28, ja doch, den müsste ich auch noch hinkriegen. Dann mache ich den gleich damit. So. Also, beim Sammeln. Fangen wir hier vorne an. Blümchen, Sonnenblümchen. Ne? Beziehungsweise, warte mal. Ich mach mal hier erstmal das beides raus. Okay, die Sonnenblumen will er schon gar nicht mehr. Genauso wie die Nüsse. Was natürlich Müll ist. Aber, okay. Wir schmeißen es trotzdem mal erstmal hier mit rein. So. Und ich mache einfach das so. So, gut. Also, wir haben hier erstmal die Nuss. Dann haben wir hier die eine goldene Sonnenblume. Und wobei, weißt du was, ich schmeiß das einfach so rein. Dann behalte ich halt nur noch die Hälfte von allem, was drin ist. Nee, hier so, weil es geht, glaube ich, ein bisschen schneller, wenn ich das alles im Nachhinein aussortiere. So, das geht dahin. Ach ja, gießen nicht vergessen. Beziehungsweise, wisst ihr was? Da ich eh gerade, ne, nicht mehr so viel. Voll. Komm. Weil es eh nicht mehr so viel ist, lasse ich das dann auch so schon mal mitgießen ab morgen. Weil dann, ne, haben wir das auf jeden Fall schon mal. So. Was, warum die noch so lange brauchen, weiß ich auch nicht. So. Okay, dann werde ich erstmal auch die Spitzhacke erstmal verbessern, bevor wir jetzt irgendwas anderes Großartiges verbessern. Ne? Da rein und den da rein.
Die Spitzhacke. Erstmal müsste ich die in Kupfer ja verbessern. Das heißt, ich brauche natürlich 5 Kupfer. 2, 3, 4, 5. Nee, warte, stopp. Davon brauche ich ja nur 2. Aber davon können schon mal 10 hier wieder rein. Sammeln. Nein, das. Der kann damit rein. Habe ich noch Geoden nicht aufgesammelt gehabt? Ja, 4 Stück sogar. So, und wir nehmen noch eine Tulpe für Penny mit. Und gehen dann einmal in die Stadt. Muss nur dran denken. Nein, falsche. Muss nur daran denken, dass ich erst die Geoden aufmache und dann die Dings. Weil sonst Werkzeug verbessern gehe. Weil sonst macht er die Geoden im Nachhinein nicht mehr auf. So. Big Seed haben wir. Wir haben ein Tigerauge. Iridium-Erz. Stimmt, jetzt erinnere ich mich. Das Iridium-Erz war ja auch noch. Gab es ja auch noch. Und Kohle. Okay. Dann. Hallo. Verbessern. Kupferspitzhacke. Danke. So, dann haben wir auf jeden Fall schon mal das. Dann gucken wir mal. Kann ich noch was spenden? Ja, kann ich. Das Tigerauge und den Pixie. Stimmt, den Dingskristall haben wir auch noch gar nicht nachgeguckt. Ne? Ich lebe mein ganzes Leben lang schon in Pelikan. Kannst du das glauben? Ja. Hast mir jetzt schon ein paar tausend Mal erzählt, aber hey. So, wie gesagt, ich habe ja hier total vergessen. Ne? Sternscherben. Niemand weiß, wie sie entstehen. Einige Wissenschaftler behaupten, dass ihre mikroskopische Struktur unnatürliche Gesetzmäßigkeiten aufweicht. Ist. Bixit. Ein dunkles metallisches Mineral, das für seine kubische Struktur begehrt wird. So, jetzt meine Fresse. Tigerauge. Ein Streifen von schimmerndem Gold gibt diesem Edelstein einen warmen Glanz. Ja, sieht auch wirklich aus wie so ein Auge. Zumindest so ein bisschen, ne? Okay. Damit haben wir das dann auch schon mal. Noch mehr Müll. Eine Höhlenkarotte für Clint. Clint werde ich doch bestimmt eine Höhlenkarotte haben. Wenn ich jetzt weiß, ist die unter Sammeln drin oder unter Gemüse? Das weiß ich jetzt nämlich zum Beispiel gar nicht. Ich gucke einfach. Da ist sie nicht drin. Da. Höhlenkarotte. So, Clint braucht die, deswegen erstmal schnell mit der Lore runter. Kürzt uns ein bisschen den Weg. Hi, Clint. Hey, du hast mir gebracht, wonach ich gefragt hatte. Sieht perfekt aus. Mal sehen, hier ist dein Geld. Zack. 75, ich glaub's. Hackt. 75. Nee, 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 nee. Okay. Egal.
Jetzt haben wir es wenigstens abgegeben. So, das geht in die Mülltonne. Das Ding bleibt hier. Das nehmen wir dann gleich hier mit. Oh, ein Stein. Hey. Wer hätte das gedacht? Ein Stein. Okay. Mhm. Warte mal, wie 17 Uhr, das ist gut. Könnte ich gleich mal gucken. Ja, ich renne schnell hoch. Guck, was brauche ich und dann mache ich das gleich rüber. Weil. Wenn wir es schnell genug hinkriegen, können wir vielleicht den Dings, Hofgebäude. Was brauchte ich für einen Stall? Ah, 6000. Okay, das ist natürlich dann... Bei 6000 bin ich jetzt schon raus alleine. Also, raus im Sinne von, das habe ich nicht. Schade. Muss ich noch ein bisschen sparen bis 6000. Ist schade. Das ist wirklich, wirklich schade, weil ne, 6000 habe ich halt leider nicht. Okay. Dann schauen wir mal. Erstmal brauche ich mein Werkzeug wieder. Weil, ne? Das ist erstmal wichtig. Dann gucken wir mal, was wir hier noch so haben. Ich gehe mal kurz hier die bisschen lang. Nicht, dass ich hier, ne? Ich glaube, mit dem Kupfer kann ich die sogar schon wegmachen. Bin ich mir aber auch nicht hundertprozentig sicher. Okay, Mauer sieht gut aus. So, ein bisschen Heu mit rein. Stimmt eigentlich. Bisschen so. So ein bisschen, dass man wenigstens noch sieht, wo der Weg ist. Geht ja nicht, dass ich nicht weiß, wo mein Weg hier lang läuft. Okay. Genau, und ich glaube, für den bräuchte ich dann Eisenspitzhacke. Wo ich ganz ehrlich bin, sich dann auch noch holen. Ja, was machen wir jetzt noch? Was machen wir jetzt noch Schönes? Ich weiß gar nicht, herbstmäßig müsste, glaube ich, nicht so tolles machbar sein, weil genau, ich kann ja mal gucken, was brauche ich hierfür? Hierfür brauche ich noch den ganzen Scheiß. Da habe ich auch noch nichts von. Davon habe ich auch noch nichts. Da fehlt mir noch der Kürbis. Der ist angepflanzt. Muss nur noch geerntet werden, wenn er reif ist. Da brauche ich noch zwei. Ja, zwei Dinger. Die kriege ich aber erst im Winter. Katzenfisch kriege ich nur bei Regen. Blaubarsch kriege ich auch nur bei Regen. Den Glasaugenfisch kriege ich bei Regen. Den Aal kriege ich auch nur bei Regen. Stör kriege ich nur im Sommer oder im Winter. Den Riffbarsch kriege ich bei Regen.
Ja, hier sind dann halt die ganze Goldgeschichte. Das mache ich aber zuletzt. Strauß. Trüffel, Spiegelei, Magersonne, Äpfel, Weizen, Wein. Das. Nautilusmuschel. Muss echt mal gucken, ob ich hier irgendwo, ne? Irgendwo hier dementsprechend mal noch einfach mal eine Liste schreiben, was brauche ich. So. Und wo kriege ich das? Also in welchen Bereichen? So. Das wäre, glaube ich, ganz hilfreich. Vielleicht. Ja, das Problem ist, ich bin eigentlich so weit durch mit dem heutigen Tag. So. Ja, zwei Geschenke haben wir schon gebracht. Wir brauchen im Grunde da nur zwei Herzen noch, dann können wir sie heiraten. Ne? Handwerklich, ja. Die Käsepresse lohnt sich erst, wenn ich einen Stall habe und Kühe habe. Weil vorher brauche ich die Käsepresse mir hier da nicht hinstellen oder bauen. So. Ansonsten, ja. Erstmal Tag ausklingen lassen. Ja, da haben wir ihn. Was bei Sturm nämlich ganz wichtig ist. Erstmal sammeln, Stufe 6. Plus 1 Axteffektivität. Dann den Blitzableiter. Der ist ganz wichtig, weil wenn man den auf dem Hof ein bisschen hinstellt, kann es passieren. Ist keine Garantie, aber es kann passieren, dass dort dann der Blitz einschlägt. Wenn Sturm ist, also wenn wirklich Regen, es regnet, blitzt. Ne, Sturm in dem Sinne. Dann können wir den zum Beispiel machen. So, hinstellen. Dann schlägt da der Blitz ein. Das Ding fängt an zu arbeiten. Und daraus kriegen wir dann eine Batterie. Und diese Batterie kann man verkaufen. Ich glaube nicht, dass ich die für irgendwas im Dings brauche. Aber ne, die kann man halt auch verkaufen, die Batterien. Dann so. Also sozusagen aus Blitzen Gold, ja, Gold machen, ne? So, dann wilde Saat für Herbst. Das haben wir ja für Frühling und Sommer auch gehabt. So. Und den Teleport-Totem für den Strand. Den kann man sich herstellen. Das ist aber ein Verbrauchsgegenstand. Sprich, wenn man den einmal benutzt, verbraucht er sich. Zumindest war es früher immer so. Ich weiß nicht, ob es jetzt immer noch so ist. Aber den kann man herstellen. Und ihr habt bestimmt schon während des ganzen Let's Plays diese Statuen gesehen. Es steht eine zum Beispiel auf dem Hof. Oben, wo der Wassernapf von Exo steht. Ne, über meinen drei Bäumen, die mir Harz geben. Da steht einer. Einer steht am Strand, direkt oben an der oberen Kante beim Wald. Dann steht einer zum Beispiel zwischen dem Zelt von Linus und dem See. Da, wenn man da so unten rum lang geht, bei Linus Zelt einfach unten rum lang, dann steht da auch noch einer. Ich glaube, das waren die sogar. Bin ich mir nicht sicher, ob ich noch einen ausgelassen habe, aber zumindest sind das so kleine Totems. So kleine Steinfiguren. Und wenn man so ein Totem aktiviert, kann man sich zu diesen Steinfiguren hin teleportieren. Und dieses hier ist sozusagen das Totem für den Strand. Dann kann man sich zum Strand teleportieren. Von überall aus her. Das Problem ist halt, wie gesagt, die verbrauchen sich nach einmal verwenden. Und das ist immer ein bisschen nervtötend, glaube ich, die herzustellen. So. Dann haben wir 415 Gold eingenommen.
Und sind damit tatsächlich am Ende der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr schaltet auch morgen wieder ein, wenn es dann weitergeht, hier bei Stardew Valley mit mir, eurem Lovos.